Was denn? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Einen zweiten Raketenwerfer. Bei Item. Dankeschön. Es ist bloß die Frage, editieren, wie bringen wir das ganze Zeug hier drauf? Weg. 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 So. Zwei Stück davon. So würde gehen. So würde wiederum nicht gehen. Außer natürlich irgendwie... Das sieht relativ bis ganz komisch aus und ich glaube, das wird es auf Dauer auch sein. Wir bauen das mal zu. Hier haben wir auch zu, hier haben wir auch zu. Ich glaube, das waren noch zwei Aufstelle. Achso, da können wir ja nichts hinbauen. Ein Glück, dass wir da nichts hinbauen können. Ha, was hätte ich jetzt angefangen damit, wenn wir hier etwas hinbauen könnten? So, direkt über die Augen. Warum nicht? Sollte ja funktionieren. Aber die hätte ich doch gerne irgendwie etwas befestigt. Was mit dem hier? Ich habe doch keine Ahnung, was das hinkommt, aber... Wir werden bestimmt irgendein Verbindungselement dazu finden. Lass mich hier reingucken. Was haben wir denn hier eigentlich alles drinnen, sage mal? Okay. Das sieht gar nicht mal so falsch aus. Könnte vielleicht ein bisschen richtiger sein, aber ansonsten gar nicht mal so übel. So, wunderbar. Dann bräuchten wir vielleicht noch, wenn wir hier den Laser hinbauen. Ja gut, das brauchen wir hier, Schicker. Aber natürlich, wie kommt es hier rüber hin? Können wir denn... den irgendwie manipulativ anders hinbauen. Nein. Eventuell? Ja, wir können ein bisschen betrügen. Ein kleines bisschen betrügen muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Tralala. Ich sage euch Tag aus und Tag ein. Ein bisschen betrügen muss sein. So, dankeschön. Können wir jetzt hier vielleicht... Es sieht mehr als wirklich aus. Ja, es geht hier wiederum nicht. Aber ich kann das hier zumindest hinbauen, um... Schon die Mirror Line, okay. Ich soll es jetzt bauen, 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 dann funktioniert ja zum Schluss gar nichts mehr. Hardware, ich brauch die hier. Es muss wirklich hier sein. Okay, aber... Okay, aber, um das mal mit den weisesten Worten zu sagen, die mir gerade einfallen. Wie kriege ich das sonst hin? Kann ich vielleicht hier ein bisschen hochbauen? Dann sage ich bitte... Hier wird zugebaut. Hier wird hingebaut. Und in der Theorie zumindest... In der Theorie zumindest müsste ich rein theoretisch in der Lage sein... hier nichts mehr hinzubauen. Ah, verdammt. Verdammt, okay, wie wär's mit dem hier? Hier rüber. Da guckt das Ganze raus, ist ja auch doof. So schaut das doch nicht gut aus. Da kann man ja viel machen, wenn der Tag lang ist, aber so schaut das einfach nicht gut aus. Das Pseudo-Cockpit von früher, auch nicht schlecht. Können wir einfach mal drin lassen. Soll mich in dem Sinn jetzt mal nicht irgendwie stören. Aber mich stört es, dass ich... Oh Gott. Ich komme nicht raus. Er bleibt die Schadenfall. Ah! Hilfe! Ah, okay. Das wird draußen. Na gut, dann leben wir halt einfach damit, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Egal, machen wir jetzt zu. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht zu bauen hier. Aber zumindest ein kleines bisschen verbessern können wir. So was, Waffen hier hinbauen. Eine Nanogun hier vorne vielleicht hin. Na. Wird auch nix.
zeitlichen Nanogramms. Das wiederum wäre schon etwas. Ist die Frage, wo war denn der Steg eigentlich mal? Ich glaube, hier hinten könnten wir einen hinbauen. So rüber. Reicht das? Könnte das in der Theorie ausreichend sein, um einen kleinen Steg hier hinzubauen? Uiui, bei mir piepst gerade wie wahnsinnig. Ja, jetzt soll ich gerade noch was Böses sagen, aber nein. Ich hätte was gegen mich dann Böses gesagt und es muss jetzt gerade nicht sein. Wir sind auf jeden Fall ein, zwei zurück, das heißt... Hierhin. Und hierhin. Nur um das hier zu bauen. Bei... gab es nicht meinen Undo-Knopf irgendwie? Schade. Dann machen wir das nämlich zurück, weil ich muss ja eigentlich... Ich muss ja rein theoretisch eins nach draußen gehen. Also das heißt, ich kann das so lassen, wie es ist. Ich wollte es eigentlich gerade... anliegend machen, sodass wirklich die... das Ende vom Stab hier drinnen steht. Dass man... Also das aussieht, als wäre es Teil der Hülle. Aber dann habe ich mir gedacht, hey... Dann habe ich das Problem, wenn irgendwas vor mir ist, kann ich es nicht beschießen oder heilen, je nachdem, was, für was ich mich jetzt entscheide. Also muss ich leicht umdenken. So. Das heißt, hier wird zugebaut. Warum eigentlich nicht? Dann bauen wir Chassis einmal hier rüber. Und wir können hier noch kurz... Können hier kurz nichts hinbauen, verdammt. Wie wäre es denn mit... mit eventuell... dort überbauen? Oder ist einfach der Nano zu groß momentan? Der könnte ja eigentlich wirklich zu groß sein, dass man sagt, ich bräuchte eigentlich den Menderer, aber den Menderer möchte ich gar nicht hinbauen. Den Menderer möchte ich nicht, den Mount muss nicht unbedingt sein, nein, nein, nein. Holen wir das mal so hin. Na gut, dann gehen wir einfach mal ohne in die Schlacht. Halt nicht Vaporizer. Also ich würde sagen, wir sind, ja, eine richtig fette Kampfsau. Definitiv. Ich frage mich gerade, warum das hier grau ist, aber okay. Einmal noch zugemacht, dann haben wir nämlich auch kein Problem mehr. Und er schaut recht durchlässig aus, aber lässt hoffentlich mal keine Schüsse zu. Deswegen, Play Game, Team Deathmatch, probieren wir doch gleich nochmal aufs Neue aus. Und ich schaue mal nebenbei gerade nach, wer mich denn überhaupt angeschrieben hat. Unlock Premium Colors. So, einmal ein Smiley gesendet. Bingo, bin im Geschäft. Also, wen haben wir denn hier alles? Den Bastard Jam, How You Like Me Now, keine Ahnung, hab dich noch nie getroffen, Interplanetary Ninja Assassin. Warum will ich eigentlich in jedem zweiten Match irgendwas mit ersetzen? Brutal Bot, Punkt, Punkt. Tschüss, Ausrufezeichen. Der Medibot. N27 TFB. Good luck, have fun. Oh, kurz ausschalten. Nice Gleiter, nicht schlechter Specht. Sind wir gerade auf welcher Ebene? Ah, wir sind hinten unterwegs. Müssen wir mal gucken. Also alles, was vor mir ist, kann ich mehr als niederrasseln. Und falls irgendetwas kommen sollte, kann ich es auch niederrasseln. Spotted. Ach, und der hat die neue Knarre sogar drauf. Oh, das ist nice. Wo zum Henker schießt ihr denn alle hin? Ich hab doch überhaupt gar nichts gesehen hier. Was ich nicht so toll finde. Überhaupt nicht sogar. Da ist auch niemand. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Der Autospotter findet aber auch gerade überhaupt nichts. Oh. Spotted.
Irgendwie. Au, 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 au. Dankeschön, Dankeschön. Na, komm. Autolocken. Oh, du bist tot. Dankeschön. Bim, 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 bim. Raketenpower macht mich schlauer. Dankeschön. Au, 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 au. Das muss jetzt nicht sein. Aber das muss auf jeden Fall sein. Du kannst so viel springen, wie du willst. Dich kriege ich. Du bleibst in meinem Lockern drin. Au. Dafür habe ich zwei Raketen. Und ins Gesicht. Da komm. Na komm. Ich habe definitiv zu wenig Energie für zwei Stück. Oh. Back to base. Oh. Etwas falsch geschrieben, aber macht nichts. Na kommt schon, Leute. Wir sind doch gerade noch richtig in der Überzahl. Wir gehen zurück. Wir lassen es krachen. Wo ist der Gegner? Wo ist der Feind? Ich sehe leider keinen. Mal schauen, dass ich irgendwie... Au, 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 au. Okay, so viel dazu. Du elendiger, elendiger. Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Heilung bekommen könnte, wäre super, aber verdammt. Ich muss weg. Okay, das war nicht gut. Semi-optimal bis überhaupt nicht optimal. Oh Gott. Jetzt habe ich gar nicht geachtet. Wie viele Raketen kann ich eigentlich mit dem Zeug dann abschießen? Moment, Play. Singleplayer-Modus. Einfach nur mal kurz reingucken. Eventuell bin ich auch gar nicht dafür gemacht, einfach so viele Raketen abzuschießen. Außer natürlich, ich war schräg. Das wäre die nächste Überlegung gewesen, dass ich einfach mit meinem kleinen Gefährt hier zu schräg in der Gegend rumstand. Wie war es mal? Practice-Mode geht innerhalb von ein paar Sekunden. Naja. Das habe ich auch schon mal schnell erlebt. Okay, in der Theorie haben wir 12 Raketen, in der Praxis. In der Praxis nicht, aber wir könnten einen theoretischen Dauerfeuer machen. Heißt, wir bräuchten eigentlich Back to Mothership, Dankeschön. Für so viel Feuerpower... Eigentlich noch diesen komischen Energiekern. Müssen wir irgendwie hier rein verpflanzen. Aber wisst ihr was, kommt scheiß drauf. Einmal machen wir noch. Einmal probieren wir es noch so aus. Ich weiß, ich habe zu wenig Energie, aber das Gute ist, wenn mich jemand abschießt und einen von den beiden Raketen verfeuert schießt, habe ich immer noch einen anderen, mit dem ich schießen kann. Heißt, ich habe einfach Waffen auf mir drauf als Deko zum Teil. Okay, Moment, ich lese hier Gundam. Manual User 11. Wenn du jetzt wirklich einen Gundam hast, nenne ich die Folge auch Gundam. Ich muss sagen, ich habe mir schon öfters vorgestellt, einen richtigen Gundam zu bauen. Ich wollte mal einbauen. Aber irgendwie hat es nie geklappt, denn ich war nicht gut genug dafür. Terminator war auch dabei. Oh, Gundam gegen Terminator. Good luck, have fun. The battle for Tharsis Rift has begun. Was schon ein bisschen User da ist. Wo ist unser guter User? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Der User ist nicht da. Ach, komm schon. Mich gerade voll die Kanne auf den Gundam gefreut. Wunderbar. Zap, da, 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 da. Oh. Habe ich gerade unseren eigenen Mann getroffen? Dann da 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 da. Du Nusselendige. Getroffen bist du. Au, du siehst mich von hinten nicht. Wunderbar. Das freut mich doch. Das freut das Herz. Na komm. Lass mich deine Ketten treffen.
Wunderbar, eingetroffen. Oh, zu weit unten, zu weit unten, zu weit unten. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber der Gegner ist zumindest auch weit unten. Hallöchen aber auch. Es ist schön, dass du mir jetzt gerade deinen Hintern zeigst. Das ist gar wunderprächtige Natur. Ich glaube, da müssen wir doch gleich ein bisschen was machen dafür. Huhu, hallo, Huberde. Ups, Entschuldigung. Und das kann ich natürlich auch noch hier. Guck mal an. Guck mal an, ich habe nicht nur Raketen, ich habe auch noch ein bisschen was anderes im Petto. Au, 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 scheiße. Die ist jetzt gerade nicht so gut. Ist gerade überhaupt nicht gut. Muss mich ein bisschen hochheilen momentan. Moment, gleich habe ich es wieder, gleich habe ich es wieder. Hallöchen! Und zum Schluss noch hier rüber, so. Fertig. Ich würde mal ganz, ganz stark behaupten, wir haben so ein kleines bisschen gewonnen irgendwie. Aua, sag mal. Und jetzt kriegst du aber noch sowas von einem ab. Du hörst auf, mich abzuschießen. Dankeschön. 2 Kills, genau das, was ich noch haben wollte. Für das Ende einer wunderschönen Folge, hoffe ich doch einfach mal. Fast die besten. Ziemlich viel Schaden gemacht. Kann mich so nicht beklagen. Außer natürlich, wir bräuchten ein etwas schnelles Fahrzeug, beziehungsweise wir bräuchten den Energiekern darin. Heißt Kern, Fahrzeugroboter, irgendwas im Petto. Und ich würde immer noch sagen, ich habe den Gundam nicht gesehen. Er war einfach nicht da. Aber es sollte einfach heute nicht sein. In dem Sinn hoffe ich aber, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato, aber macht's gut, hören wir mal. Tschüssi. Ja, für Landwirte wird es langsam etwas klein in Bezug auf die Waffen. Ja.